Ja, es war ein sehr kampfbetontes Spiel. Auf einem schwierigen Untergrund, sehr seifig, sehr matschig, sehr rutschig. Und ich finde, wir haben das prima gemacht gegen eine sehr gute Pinneberger Mannschaft. Also der Regen hat sich leichter gemacht, muss man sagen. Also der Platz wurde sehr schwer, gerade so zur 60. Minute hin. Ansonsten finde ich, machen wir es gut. Die ersten 65, 70 Minuten gehen leider den Rückstand, geraten wir durch zwei individuelle Fehler, was halt passieren kann. Das ist ganz typisch. Ansonsten haben wir unser Spiel eigentlich gemacht, wie wir wollten. Ab und zu unseren Stürmer ein bisschen in der Luft hängen lassen. Das Nachrücken hat nicht so funktioniert, wie wir uns erhofft haben. Aber im Generellen, wenn man es vergleicht zu den letzten Spielen, definitiv eine Steigerung. Das fühlt sich natürlich sehr gut an, wenn man hier durch die Stadt geht und weiß, man ist, wie gesagt, immer der Derby-Sieger. Wir haben zu Hause bis jetzt zweimal gegen die gewonnen, auswärts jetzt zweimal gegen die gewonnen. Und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Also ich denke, wir können auf diesem Spiel definitiv aufbauen, gerade mit Sportfreunde als aufstiegsambitionierten Kreisklassenligisten. Wir selber gehen bis in die Saison, gucken, wo stehen wir eigentlich, wollen eine gute Rolle spielen, ganz klar. Insofern, wir bauen drauf auf. Gerade wenn ich auf die letzten Spiele zuvor gucke, ist das heute schon deutlich stabiler gewesen, gerade was die Kombination angeht und auch Kondition, da die Vorbereitung doch sehr, sehr hart war. Insofern, ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg, auch wenn das heute, natürlich hätten wir gerne mindestens ein, eher drei Punkte hier behalten. Wir sind an solche Gegebenheiten kaum gewohnt und dieser Untergrund hat uns wirklich unserem Spielaufbau viel zu schaffen gemacht. Es hat sehr viel Kraft gekostet. Wir sind eigentlich eine Mannschaft, die halt viel auf Ballbesitz spielt und wenig auf so einem Platz halt läuferisch sich anstrengen möchte. Dieses Spiel haben wir heute über Kampf halt gewonnen, weil der Gegner auch sehr, sehr stark gespielt hat. Das muss man auch dazu sagen. VfL Pinneberg hat uns das heute nicht leicht gemacht. Aber wie gesagt, der Platz war heute natürlich Katastrophe, aber trotzdem Riesenleistung.